Es ist einer der aufsehenerregendsten Kriminalfälle des vergangenen Jahrzehnts. Der Bürgermeister der Wachauer Gemeinde Spitz wird im Februar 2008 vergiftet. Durch ein mit Strychnin präpariertes Mangerie, so die offizielle Version. Seit mehr als 8 Jahren sitzt ein heurigen Wirt aus dem Ort als mutmaßlicher Täter im Gefängnis, womöglich unschuldig. Denn ein neues Gutachten zeigt jetzt, das Mangerie könnte gar nicht die Ursache der Vergiftung gewesen sein. Ein unscheinbares Kuvert hinter der Windschutzscheibe seines Autos. So beginnt das Drama um den damaligen Bürgermeister von Spitz, Hannes Hirzberger. Darin enthalten eine vorgedruckte Grußkarte mit einer vermeintlichen Liebesbotschaft und ein Mangerie. Am nächsten Tag in der Früh isst Hirzberger die Likörpraline. Kurz danach wird ihm während einer Autofahrt schlecht. Er bleibt stehen, wird bewusstlos, kommt auf die Intensivstation. Diagnose: Hirzberger ist mit Strychnin vergiftet worden. Wochenlang ringt er mit dem Tod, liegt seither im Wachkoma. 3 Wochen später nehmen die Ermittler einen heurigen Wirt aus dem Ort fest. Seine DNA-Spuren befinden sich auf der Grußkarte. Angebliches Motiv: ein Streit um eine Grundstücksumwidmung. Der Verdächtige bestreitet die Tat, wird aber wegen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Seit mehr als 8 Jahren sitzt er mittlerweile im Gefängnis. Möglicherweise unschuldig. Das will sein Anwalt jetzt mit einem brisanten neuen Gutachten beweisen, das dem Servus-Journal exklusiv vorliegt. Rechtsmediziner der Uni München kommen darin zu einem Ergebnis, das den ganzen Fall auf den Kopf stellen könnte. Nämlich, dass Hannes Hirzberger durch Aufnahme einer Strychninmenge von 5 Gramm vergiftet worden ist. Das entspricht in etwa dem 7-fachen dessen, was der Gutachter im Prozess festgestellt hat. Die Menge von 5 Gramm hat niemals Platz in einem Mangerie, selbst dann nicht, wenn man die Kirsche herausnimmt. Für den Anwalt des Verurteilten steht damit fest, Hirzberger ist nicht mit dem Mangerie vergiftet worden. Sein Mandant scheide als Täter aus. Christian Reiter, Gerichtsmediziner im Prozess, will sich zu dem neuen Gegengutachten heute nicht äußern. Er hatte die Dosis, mit der Hannes Hirzberger vergiftet wurde, aus der Strychninmenge in dessen Urin berechnet. Die Experten der Uni München beurteilen dieses Vorgehen als per se zweifelhaft. Sie haben stattdessen die Werte im Blutserum herangezogen. Wenn Hirzberger tatsächlich mit 5 Gramm Strychnin vergiftet worden sein sollte, entspricht das dem 150-fachen der potenziell tödlichen Dosis. Hätte er diese Menge überhaupt überleben können? Diese zentrale Frage habe ich mir auch gestellt und auch den Gutachtern gestellt. Und es funktioniert dann, wenn relativ schnell Hilfe zur Stelle ist. Und im gegenständlichen Fall war relativ schnell Hilfe zugegen. Der Anwalt des verurteilten heurigen Wirts will jetzt erreichen, dass das Verfahren komplett neu aufgerollt wird. Er hat am Landesgericht Krems einen entsprechenden Antrag eingebracht.